Servus Leute, was geht? Ich bin Marco Polo und heute bringe ich in diesem Video bei die Hauptunterschiede zwischen dem Game-Style auf One-Night-Stand zu Game und dem Game-Style, wenn du eher auf Beziehung aus bist. Also bleib dran und enjoy den Vlog. Wenn du eine Frau ansprichst, dann gamest du. Und Game bedeutet hier nicht irgendwie, dass du ein Spiel spielst, sondern Game bedeutet, sich angewandt sozial zu verhalten. Das bedeutet, du verhältst dich so, dass sie mit dir schlafen will. Wenn du auf Beziehung gamest, bedeutet das, dass du A, dich selbst nicht verstellst, also nicht der Frau irgendwas vorspielst und B, alles was du tust, dazu dient, deine Partnerin und dich selbst glücklich zu machen. Das sind die zwei Hauptunterschiede zum One-Night-Stand-Game, wenn es darum geht, beim One-Night-Stand nur Sex zu bekommen, geht es bei der Beziehung darum, nicht nur Sex zu bekommen, sondern auch den Partner glücklich zu machen auf langfristige Sicht. Was sind aber so die Vor- und Nachteile zwischen One-Night-Stand-Game und Beziehungsgame, wenn es um den Aspekt Zeit geht? Wenn du auf One-Night-Stands gamest, hast du generell mehr Zeit im Leben als in einer Beziehung. Warum? Weil du musst diese ganzen Beziehungsaktivitäten nicht mitmachen. Du gamest also, bis du Sex hast, und danach kannst du entscheiden, noch mehr zu gamen oder es halt sein zu lassen. Aber der Hauptaspekt, wenn es um den zeitlichen Aspekt geht, beim One-Night-Stand-Game ist, dass du gamen kannst, wann du willst. Du bist relativ zeitlich frei. Beim Beziehungsgame ist es so, dass du weniger Arbeit mit dem Aufreißen, also mit dem Pick-Up-Man an sich hast und du hast gleichzeitig mehr Sex. Aber der große Invest wird beim Beziehungsgame von dir erst nach dem ersten Mal Sex gefordert. Warum? Weil wenn du auf Beziehung gamest und schon mal mit ihr Sex hattest, dann fängt die Beziehung an und ab dann musst du gamen ohne Pause, damit sie weiterhin in dich verliebt bleibt. Viele PUAs haben den Trugschluss, dass sobald sie in der Beziehung sind mit der Frau, sich alles von selber löst und alle Probleme Nullinger sind, weil sie sind ja in der Beziehung, aber das ist ein absoluter Trugschluss. Wenn du in der Beziehung bist und Beziehungsgame fährst, fängt ab dem ersten Mal Sex dein Game erst so richtig an. Also das waren jetzt die Punkte, wenn man die beiden Game-Stile miteinander über den zeitlichen Aspekt vergleicht. Jetzt wollen wir die beiden Game-Stile vergleichen über den Verhaltensaspekt. Beim One-Night-Stand-Game ist es so, dass du viel mehr Dinge ausprobieren kannst, weil du keine Angst haben musst, jemanden zu verlieren. Du kannst unschöne Eigenarten deiner Persönlichkeit beim One-Night-Stand-Game viel besser verstecken und du kannst viel freier vom Ergebnis sein. Warum? Weil du nicht diese eine Person hast, mit der es unbedingt klappen muss, wie beim Beziehungsgame, sondern du gehst abends raus und sprichst einfach 100 Frauen an und dabei, ja, sind es halt 99, mit denen es nicht klappt und mit der einen klappt es und das reicht schon. Beim One-Night-Stand-Game ist es auch so, dass es sehr oberflächlich ist, auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlen mag, weil sehr, sehr guter Rapport, also Redefluss zwischen dir und deinem One-Night-Stand-Game-Girl eben herrscht. Beim Beziehungsgame musst du wachsen, um zu überleben. Deine Persönlichkeit muss sehr, sehr clean sein, damit du deine Freunde nicht ständig verletzt mit irgendetwas Neuem. Und mit cleaner Persönlichkeit meine ich, dass du wirklich ein gutes Herz hast und wirklich gute Dinge für die Beziehung willst und deine Freunde nicht nur ausnutzt oder sowas. Beim Verhalten, wenn du Beziehungsgame fährst, ist es so, dass von dir viel, viel mehr emotionale Kontrolle gefordert wird. Es ist auch anstrengender, weil du dich um eine Person kümmern musst, und du musst dich um sie kümmern, damit es ihr auch gut geht. Und gleichzeitig ist es auch dadurch nicht so oberflächlich wie beim One-Night-Stand-Game, sondern du lernst eine Person viel tiefgehender kennen. Und jetzt kommen wir zu den Vorteilen zwischen One-Night-Stand-Game und Beziehungsgame. Was sind die Vorteile, wenn du One-Night-Stand-Game fährst? Du machst schnell viele Erfahrungen. Du lernst schneller zu Pick-up. Du bist unabhängiger von einer Frau, weil wenn sie nicht will, gehst du einfach zur nächsten. Du kannst mit anderen PUAs losziehen und bist nicht allein. Und zusätzlich, du bist weniger gebunden an eine Person. Die Vorteile von Beziehungsgame sind, du wirst besser im Verstehen von Frauen. Deine Erfahrung mit Frauen wird tiefgehender. Den meisten PUAs fehlt es wirklich an Beziehungserfahrung, weshalb sie auf die Frau entweder wirken wie ein Beziehungsspast oder wie ein kaltherziger Ficker. Und beides ist ein extremer Upturn für die Frau. Du lernst in einer Beziehung auch soziale Dynamiken viel besser zu kontrollieren, weil dann auf einmal dein Freundeskreis ihren Freundeskreis trifft und du das Ganze dann irgendwie managen musst und mit der Zeit lernst du dann einfach richtig, richtig krass soziale Dynamiken zu kontrollieren. Kommen wir nun zum Fazit. Wenn du Probleme hast, damit Frauen ins Bett zu kriegen, dann
Mach dein One-Night-Stand-Game. Dann sei ein One-Night-Stand-Gamer. Geh raus, gamen, okay? So viel es geht. Hohe Schlagzahl, viel Erfahrung sammeln, schnell Pickup lernen. Schnell lernen, die Frau ins Bett zu kriegen. Wenn aber die Frau ins Bett zu kriegen kein Problem für dich ist, dann such dir eine Beziehung, weil darin wirst du mit deiner Persönlichkeit viel schneller, viel mehr wachsen können. Und reden wir mal wirklich Tacheles. Wer mit 20 oder 30 jeden Tag eine Frau abschleppt, mag ganz cool auf seine Freunde wirken. Klar. Aber wer das mit 40 oder 50 immer noch macht, der wirkt auf seinen sozialen Umkreis, als würde ihm wirklich etwas fehlen im Leben. Und dem fehlt auch irgendwas, und zwar Erfahrung. Familiäre Beziehungserfahrung. Und damit dir dieses Schicksal nicht widerfährt, like das Video, wenn es dir gefallen hat, abonniere den YouTube-Channel und schau auch direkt nach dem Video auf www.marcopolo.tv, welche Coaching-Angebote ich für dich habe aktuell. Und ganz wichtig, like meine Facebook-Fanpage, folg mir auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Bitches!